Wieder zurück in Pokémon Karmesin. Wir fliegen hier in den Berg runter. Denn wenn wir hier in die Richtung gehen, kommen wir zu unserem Drachenherrscherorden. Der letzte von denen. Das sollte ungefähr hier in der Richtung sein, irgendwie unten. Hier sind einige Schnee-Pokémon noch. Das wäre Eis-Pokémon. Liegt aber auch daran, dass wir hier noch vom Eisberg raus hingehen, weil das ist halt von Pokémon Center Teleportationsort her am schnellsten, ne? Wie auch immer, guckt euch nicht, ich weiß. Ich erzähl's trotzdem, ne? Was haben wir denn hier so Schönes? Okay, ganz die grüne Landschaft. Flieh mal ein bisschen umher. Entoron. Man sieht hier ein paar Pokémon, die man sonst nicht immer sehen kann. Ich komme hier hoch, hallo! Ich komme nicht hoch. Jetzt komme ich hoch, okay. Da ist noch ein Turm, zu dem könnten wir theoretisch hoch. Was? Hier ist ein neues Pokémon. Also ich habe es auf der Map gesehen. Die Map lügt natürlich immer, wenn da steht, dass ein Pokémon in der Nähe. Das stimmt gefühlt nie. Aber doch, hier ist ein neues Pokémon. Wer bist du denn? Das ist ja wie ein Hund. Nigiragi. Und Level 53. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr leveln, glaube ich. Wasser-Pokémon. Ja, okay, sieht auch aus wie ein Wasser-Pokémon. Ich versuche es mal mit Belly Bolt zu schwächen und dann einzufangen, weil ich würde wirklich gerne wissen, was das für ein Pokémon ist. Du Spiegelcape. Okay, so einer bist du also. So ein Schlawiner bist du. Hat auf jeden Fall ein interessantes Design, wie das eine Auge so halb zu ist und das andere offen. Boah, das ist aber echt viel Verteidigung, mein Guter. What? Ist das wegen dem Levelunterschied oder ist das Ding einfach richtig krass? Also das war ja... What? Ich schätze, ich versuch's mal mit Dolphiman! Ich hoffe, das killt's nicht, aber eigentlich sollte es das nicht killen. Aber knapp! Junge, wie stark ist das Ding? Oder ist es wirklich einfach nur der Levelunterschied gerade? Das ist ja krank! Das ist wirklich krank! Ich weiß, wir haben noch einige Pokémon nicht gesehen. Oh, Ball im Boden. Ich werde aber auf jeden Fall noch eine Bonusfolge machen, irgendwann, nachdem ich das Spiel durch habe, wo ich alle restlichen neuen Pokémon zeige, die ich noch nicht gefunden habe. Denn ich möchte euch hier wirklich in dieser Let's Play alle Pokémon zeigen. Das ist mein Hauptziel. Was? Gebogene Form. Mimesen-Pokémon. Drachewasser. Oh. Dieses kleine Drachen-Pokémon lebt im Maul von Herashai, wodurch es vor Feinden geschützt ist. Herashai? Haben wir das schon gesehen? Ich kann mich nicht an einen Herashai erinnern. Der Blick. Okay. Interessant. Ja, hier irgendwo im Wassergebiet müsste der Ort sein, wo wir hinwollen. Ungefähr. Oh, das Ding gibt es in anderen Farben. Das ist ein pinkes jetzt. Oder ist das shiny? Oh mein Gott, shiny! Ne, das gibt's auch in anderen Farben. Okay. Cool. Schon cool, ja. Ich hab ja auch diesen Vogel, der auch in anderen Farben erhältlich ist. Genau, wenn wir jetzt hier lang gehen, kommen wir langsam zum Drachenpfad. Ich bin falsch. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hier war ich noch nie. Dreh mich mal bitte in die Richtung, wo ich lang will. Hier, Wasser entlang. Okay, wir gehen ein bisschen schwimmen. Ab ins Meer. Ich lass mal die Gegner, die Trainer alle liegen. Ich habe nämlich die Überlegung, eventuell ein bisschen... Ah, du bist neu. Eventuell ein bisschen offscreen zu leveln. Weil die Trainerkämpfe sind schon ziemlich boring. Ach, du bist Herashai. In dir versteckt sich also dieses eine Pokémon, okay. Ja gut, den Herashai habe ich auch noch nicht, also... Boah. Jetzt bin ich instant tot. Na, okay, nee, nicht wirklich, aber... Junge. Wieso sind die Pokémon jetzt so krass?
Ich bin wirklich einfach underleveled, ne? Ich glaube, das ist es einfach. Das ist es einfach, wirklich. Ich bin einfach underleveled. Ich muss einfach ein paar mehr Raids machen, ein paar mehr Trainer besiegen oder so. Auch wenn ich gar keine Lust drauf habe, to be honest. Theoretisch müsste ich das aber trotzdem machen. In der Luft gefangen. Da ist nochmal ein gelbes in den Hintergrund. Wenn ihr das sehen könnt. Okay, Herashai, Wasser-Pokémon, es ist zwar ein Vielfraß, doch die Jagd liegt ihm nicht. Deshalb schließt es sich mit Nigiragi zusammen, um Beute zu fangen. Cool! Die beiden sind Big Bros. Große Homies. Das ist doch wunderbar. Ich glaube, jetzt sollte ich ein bisschen... Alter, wie laggy das hier ist. Junge, wie das hier laggt. Also den haben wir auch noch nicht, ne? Oh, das tut jetzt ein bisschen weh, aber... Leute, den haben wir auch noch nicht. Den... Hä? Kamera? Wieso macht die Kamera so einen Sound? Okay. Agilusa, den haben wir auch noch nicht. Beide Wasserbummeln hier im See haben wir beide schon beim Arena-Leiter gesehen. Aber noch lange nicht gefangen. Und hier kann man es fangen. Ja, tue ich das ganz fix mal. Okay, ich hab's gekillt. Ich versuch's ein andermal. Ich hab tatsächlich jetzt gerade nicht so viel Motivation. Aber wir fangen es ein andermal. Am besten heil ich kurz. Es ist wirklich richtig krass laggy hier in diesem Gebiet. Ich weiß nicht warum, was hier so krass laden muss. Vielleicht der Boss, der jetzt gleich kommt, der letzte von denen. Aber das ist wirklich schlimm. Also ohne Witz. Das ist echt nicht schön. Okay. Bring. Hey, Maike. Der Herrscher der Drachentäuschung soll sich irgendwo in diesem See befinden. Aber niemand hat ihn je zu Gesicht bekommen. Ich stelle ihn mir richtig furchterregend vor. Hoffentlich kein Shiny Gyarados. Aber wir können schlecht nach ihm suchen, wenn wir nicht wissen, wie er aussieht. Wäre echt praktisch, wenn er einfach zu uns kommen und sich als Herrscher vorstellen würde. Vielleicht tut er das ja noch. Aber ganz ehrlich, bei diesen Lags würde ich mich, glaube ich, auch nicht trauen, mich freiwillig zu zeigen, du. Ganz ehrlich. Das würde ich mich nicht trauen. Bin ich hier richtig? Zack. Ich muss auf die Insel. Welche Insel? Hier vorne die, I guess? Was sind wir denn hier? Okay, das haben wir schon. Ey! Was willst du hier? Ich weiß, sie können dich fangen, aber... Wir haben gerade ein paar andere Probleme. Du bist später auf meiner Liste dran, mein Kumpel. Fliegen einfach übers Meer. Oh Gott, das macht's noch schlimmer. Nee, komm, lass was. Was ist denn hier? Ein Pokémon, was ist jetzt spawned? Okay, krass. Wunderbar, nice. Episch. Na komm, lass mich auch da. Ich glitsch mich gleich durch die Welt, wenn das so weitergeht. Sieht immer so komisch aus, wie ich hier angewinkelt bin. Hallo, ich bin stuck. Okay. Ei. Was? Ragi. Hm? Okay. Bist du der Boss hier oder so? Ich meine, du bist ein bisschen underleveled im Vergleich zu den anderen Nigiragis. Bam, 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 bam. Ränkeschmied. Spezialangriff. Oh, da muss ich eigentlich Angst haben, ne? Einmal kannst du mich hitten. Aber tut es nicht. Es will sich nur noch mehr buffen. Ich denke, das wäre voll cool, voll krass, voll stark, aber trifft dann nicht. Hätte seine Chance nutzen können. War das jetzt ein richtiger Kampf? Hä? So winzig doch so weit draußen. Aha. Muss ich nicht gegen die kämpfen? Muss ich alle besiegen von denen? Bitte sag mir nicht, ich muss alle von denen besiegen. Also genau hier müsste eigentlich
Doch die Mission sein. Hä? Was ist auf der anderen Seite hier? Die liegen hier alle einfach rum. Also einer von denen ist der Richtige, oder? Du sagst deinen Namen, vielleicht bist du es ja. Tatsächlich. Ragi! Oh! Ragi ist nicht der Boss. Sondern sein bester Kumpel. Welsa-Abklatsch! Herrschai! Herrscher der Drachentäuschung! Aber du bist kein Typ Drache, du bist ein Täuschender. Typ Drache, nein, Spaß, keine Ahnung. Wie viel Damage brauchst du denn? Not so viel, okay. Dann bist du wahrscheinlich nicht so stark, Kumpel. Dieser Camera Shake gerade. Okay, eigentlich macht nur Bellybolt Sinn. Es ist ein pures Wasser-Pokémon. Und Elektro-Attacken ist das einzige Gute, was ich habe. Ich habe keine Pflanzen-Sachen. Ich hoffe, das wird kein Problem sein. Und warum crittet und verwirrt mich das? Was soll das? Jetzt wollen wir, was soll das? Lass mich jetzt zumindest treffen. Okay? Please? Please? Okay, danke. One Shot! Okay, nee, der ist nicht hochgelevelt, der ist definitiv nicht hochgelevelt. Und da ist er weg. Und da schwimmt er. Shall we? Nee, den holen wir noch rein. Der schwimmt da jetzt ein bisschen. Ich lasse ihn da jetzt auch ein bisschen schwimmen. Hey, ganz kurz meinen Bellybolt ein klein bisschen zumindest. So. Bleib stehen! Ich habe noch nicht mit dir abgerechnet. Verstanden? Bleib stehen! Wo schwimmt der hin? Wo ist er? Ist er was? Das ist ein Ungarn Random. Nee, ich glaube, das ist ein Ungarn Random. Wir kommen gerade nur die ganze Malo-Musik. Hä? Aber er war doch gerade hier. Ha? Was? Okay, ich soll hier vorne auf die Insel. Die Insel wird mir mehr Antworten geben. Boah, das ist echt schlimm mit dem Lag. Also das ist wirklich der schlimmste Ort hier im Wasser. Oh, ja, wir sind da. Ja, okay, wir stehen halb so im Wasser drin. Lustig, weil es gewesen wäre, so runtergerutscht wären, aber das ist leider nicht passiert. Ja, wie mir gedacht. Maike, du kannst also auch auf Wasser laufen? Ja klar, warum nicht? Okay, also das ist Herrscher der Drachenretäuschung. Was für ein riesiger Drache. Moment mal, ist das nicht ein Fisch? Warte, was? Teilen die sich jetzt? Oder was geht ab hier? Der Riesenbrocken hat das Sushi-Ding einfach verschluckt? Das nennt man wohl die Nahrungskette. Verwirrt, was abgeht. Also es ist doch erst der Boss. Ich dachte, die wechseln jetzt ab. Bin mir gerade nicht so sicher, was hier abgeht. Spannend, die Nahrungskette mal live zu erleben. Nur gut, dass wir an der Spitze stehen. Mehr oder weniger. Bob. Okay, wir werden jetzt Bellybolt wieder ausholen. Hoffentlich nicht One-Shot sterben, weil es wieder crittet und mich verwirrt oder sonst so ein Blödsinn macht. Keine Ahnung. Ich habe eigentlich noch andere Sachen vor für den heutigen Part. Leider wird das wohl nicht mal klappen. Weil außer diesem Punkt hier fehlt nur noch ein einziger Punkt und das wäre das letzte Team Stars Mitglied. Da will ich zumindest heute noch mich auf den Weg begeben. Ja. War klar, dass ich vorher sterbe, bevor ich angreifen kann und eine Chance habe. Eieiei. Und wir werden heute zumindest noch in die Nähe kommen zu dem Team Stars Mitglied. Und dann in der nächsten Folge das machen. Ich muss mal überlegen, wen.
Farigeo-Tutorial eigentlich in Ordnung funktioniert. Weil Farigeo ist kein schlechtes Pokémon. Es macht schon gut Damage. Mit Doppelstrahl. Also in Ordnung Damage, finde ich. Völlig in Ordnung. Ich hoffe nur nicht, dass ich jetzt instant sterbe. Naja, okay, gut, das ist gut. Das geht. Das ist vollkommen okay. Ich schätze, ich spam das jetzt einfach mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das Eichhörnchen hinten neben mir ein bisschen was drauf hat. Auch so ein bisschen mitkämpfen kann. Keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall cool. Das Schlaraffel, genau. Ja, doch, das war gut, das war gut. Okay, jetzt haben wir ihn. Doppelstrahl. Und dann muss der Schlaraffel den Finisher machen. Nass. Komm. Ja. Er wird zwar mit untergehen, aber egal. Mehr egal. Ist nicht mein Pokémon. Ja, das waren somit alle. Ja, Gewürzquests, sag ich mal. Wir haben es geschafft, Maike! Jetzt, wo das Herrscher-Pokémon besiegt wurde, können wir uns das letzte Geheimgewürz schnappen. Hä? Noch eins von denen? Ich dachte, die wurden alle aufgefressen. Nikiragi! Oh oh, es scheint irgendwas vorzuhaben. Wait, what? Das ist noch nicht vorbei! Wir kämpfen noch gegen das richtige Drachen-Pokémon, Nikiragi, der Herrscher der Drachentäuschung. What? What's happening? Ups. Ah, Tasten. Aber ich mag Nikiragi. Ich glaube, das soll so ein Sushi darstellen. Wegen diesem weißen Ding da unten. Ich glaube, das soll so ein Sushi darstellen, oder? Kann sein. Komm, zur Titan kann ich ja mal wieder kämpfen. Wie das aussieht, so komisch irgendwie. Nicht sehr effektiv gegen mich. Leider habe ich auch nichts sehr effektives gegen das Nikiragi. Ich hoffe nur, dass es nicht so viel Verteidigung hat. Das Ding ist aber echt krass. Dafür, dass es so ein ganz kleines Sushi-Viech ist, hat das Ding echt was drauf. Respekt. Verhörner. Oh oh. Oh oh. Okay, machen super wenig Damage. Das kann noch eine Weile dauern. Da hinten glitzert irgendwie, seht ihr das? Rechts an der Ecke. Irgendwas glitzert da. Okay. Ich und Schlaraffel machen ungefähr gleich Damage. Warum ist ein Schlaraffel eigentlich wieder am Leben? Wie schnell hat er bitte sein Pokémon geheilt? Das war aber echt schnell. Fällt mir erst jetzt auf. Nebenbrühe. Ah, ist eine Zeit ist down. Ah, Mist. Armes Drag Queen. Okay, was machen wir jetzt? Schätze, wir könnten super wieder hinein tun. Er mag es ja gerne im Wasser zu sein. Oh, es greift beide an. Ah, nicht so gut. Aber Schlaraffel ist sowieso jetzt down. Weißt du, darf ich sein Pokémon erstmal reinsetzen und dann greife ich an oder greife ich erstmal an und dann setze ich Pokémon ein? Wie ist das? Okay, ich greife erstmal an. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich mach kaum Damage, ich habe aber zumindest vergiftet. Ich meine, das ist immerhin etwas, I guess. Keine Ahnung. Der Kampf dauert echt lange. Ich meine, okay, das ist der letzte Kampf. Deshalb hier nochmal ein extra Bonus-Fight, I guess. Aber. Weiß nicht. Schon ein bisschen nervig. Also hat der wirklich nur einen Schlaraffel, der Pepper? Und danke für den Heal. Danke für dein Heal! Ich mach wirklich keinen Damage. Ich muss nach der Folge, glaube ich, wirklich mal leveln. So, Level 50 oder so, damit wir auf jeden Fall up to date sind. Oder vielleicht sogar noch höher. Weil das ist ja echt lächerlich hier. Den Damage, den wir hier verursachen, falls man es mal Damage nennen kann, das ist echt traurig. Echt lächerlich. Und wir tanken auch gar nichts mehr. Du musst definitiv leveln, okay. Aber du bist jetzt down. Und wie schließt jetzt wirklich bitte die Quest ab? Danke.
Yeah. Erdbeben? Okay, warum du immer unter Wasser Erdbeben einsetzen möchtest? Ja, also. Okay. Können wir machen. Warum nicht? Erdbeben ist eine sehr starke Attacke. Können wir machen. Puh, das war nicht schlecht, Maike. Also, wo waren wir nochmal? Ach ja, das Gewürz. Na los, schnappen wir es uns. Lade-Animation. Richtig spannend jetzt. Wie wird sein Massifuso gehen? Hier muss es sein. Da ist es, ein rotes Gewürz. Das letzte Geheimgewürz. Ihr findet einen Stängel scharfes Geheimgewürz. Wie scharf denn? Ich mag nicht zu scharf. Ein bisschen scharf ist nice, aber zu scharf kann ich überhaupt nicht ab. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Scharfes Geheimgewürz verbessert den Stoffwechsel. Es treibt den Kreislauf an, damit man stark schwitzt und so Giftstoffe aus dem Körper schwemmt. Die Musik. Dann bereite ich mal das Essen vor. Mach das. Haja. Das hier so. Und dann das dazu. Sorry, das Wattenwurst ist. Hier ist das Power Sandwich. Pepper Power nenne ich es. Nice. Wir haben beide Angst davor, wie es brennt. Oh yeah. Ah, Zeiss. Was, Zeiss? Hä? Was heißt das? Lass mich doch mal. Angia. Okay, dann, na gut, dann hab du mal. Grio. Oh ja! Gerade hat Reittechnik Klettern erlernt. Boah, aber ist aber endlich mal Zeit dafür. Okay, jetzt ist Massifuse an der Reihe. Na komm, schlag ruhig zu. Halb abgebissenes. Oh mein Gott, Animation. Krass. Damit wird es hier bald besser gehen. Mike und ich haben uns dafür richtig ins Zeug gelegt. Aber es wird so wie früher. Du wirst schon sehen. Was ist mit den Texturen los? Dann spielen wir wieder ganz viel Ball zusammen. Wir spielen so viel, wie du willst. Also werd bitte wieder gesund, ja? Mehr wünsche ich mir doch gar nicht. Ach ja. Ich muss ehrlich sagen, das ganze Abenteuer lang finde ich Koraidon echt cool. Finde ich auch lustig. Aber jetzt wird es keine Zeit zum Lachen. Jetzt wird es ernst. Wird es Massifuse wieder besser gehen? Oder ist es dafür schon zu spät? Massifuso. Du hast wirklich alles gegeben. Es ist okay, ich bin stolz auf dich. Der Ball fällt runter. Mars! Mars, Mars! Massifuso! Oh. Oh, so! Du, ja, ja! Oh. Wir könnten doch auch so miteinander sein. Ja. Denk ich so? Ja, ah, ja. Ah, ist doch schön. Was war das? Der letzte Frame? Wieder alle im T-Pose? Nice. Wunderbar.
Cutscenes in diesem Spiel sind echt wunderbar. Ich meine, mein Sohn ist nicht schlecht, aber ein bisschen unsauber. Bring, ring, bring. Hallo, Michael, hier spricht ein Tigua. Ah, ja? Corazon scheint bis auf seine Kampfkraft all seine ursprünglichen Kräfte wiedererlangt zu haben. Offenbar kann er jetzt auch Wände hinauf und die Runde klettern, während du auf ihm reitest. Drehst du Corazon an der Wand zu und springst durch Brücken des B-Knopfs, kannst du an der Krug klettern. Wenn du das kennst, kannst du dich mit dem linken Stick frei bewegen und durch den B-Knopf erleiden, lässt er wieder los, okay? Ah, ja, ja! Es war eine richtige Entscheidung, es in deine Opu zu geben, Michael. Pff, für wen hältst du dich eigentlich? Diese Stimme. Peppa, bist du das? Ich wollte dich die ganze Zeit kontaktieren. Außer dir kann schließlich niemand das Labor betreten. Im Ernst? Bitte begib dich zusammen mit Maike zum Leuchtturmlabor am Kuchariko-Pfad. Wenn ihr dort angekommen seid, melde ich mich wieder. Aha, was will denn die Mutter von Peppa da? Was? Ich glaube, das ist die Mutter. Weil ich es richtig verstanden habe. Vielleicht weißt du schon, aber das gerade eben war meine Mutter. Ja. Sie war immer nur mit ihrer Forschung beschäftigt und nie zu Hause. Ich hatte ihre Stimme seit Jahren nicht gehört. Und jetzt soll ich plötzlich den Laufburschen für sie spielen? Das soll wohl ein Witz sein. Aber du und Corazon, ihr wollt doch bestimmt dahin, richtig? Ich koche vor Wut, aber weil du es bist, mache ich's trotzdem. Das Labor ist im Leuchtturm am Kuchariko-Pfad. Erinnerst du dich noch dran? Da, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Ja. Komm, gehen wir gleich, bevor ich es mir anders überlege. Was? Ich muss es mir auch noch überlegen. Wie gesagt, ich habe noch ein paar andere Dinge vor. Machst du das wirklich? Was? Meinst du jetzt mich oder meinst du jetzt irgendwie anders? Ich bin ein bisschen. Aber okay, damit haben wir diese Quest zu Ende, bis halt auch jetzt diesen Anhaltspunkt, wo wir hin sollen. Und das letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist da ganz weit nach rechts, wo wir noch nie waren. Hier, Kampfteamorden. Da werden wir uns beim nächsten Mal hinbegeben. Ich hoffe, ihr seid auch noch dabei. Wenn es dann soweit ist. Ich werde erstmal ein bisschen offscreen leveln gehen. Ich glaube, das habe ich dringend nötig. Wie sieht das Klettern aus? Fürs Outro, das Klettern. Cool. Ist ja auch die Engine von Pokémon Legends. Also macht das schon Sinn. Was bist du denn für ein Pokémon? Moment, Folge nicht beenden. Ein Flamingo. Flamingo. Der englische Name ist viel lustiger. Da heißt es Flamigo. Ob ich den fangen kann? Ich versuch's mal. Gefangen. Flamigo. Flamigus. Flamingo. Flugkampf. Dieses Pokémon verknotet offenbar seinen Hals am Ansatz, damit die im Bauch gespeicherte Energie nicht über den Schnabel entweicht. Und aus irgendeinem Grund macht es eine Pantomime, steht die ganze Zeit mit seinem Bein in der Luft. Ja, okay, wie es bald möchte, ne? Aber jetzt ist wirklich Ende. Jetzt ist wirklich Ende im Gelände. Ihr dürft jetzt gehen, ihr dürft liken, ihr dürft abonnieren, ihr dürft das nächste Video anklicken. Dann war's soweit. Mega.